Schatz, bitte, wart ganz kurz. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video geht es jetzt mal um ein Make-up für Mamis. Naja, warum für Mamis? Mamis haben wenig Zeit, es muss schnell gehen. Oftmals auch haben Mamis eine kurze Nacht. Ja, das heißt, wenig Schlaf. Und nichtsdestotrotz möchten sie ja am nächsten Tag, auch wenn sie nur 2 Stunden geschlafen haben etc., fit und munter und fresh und vital und jung aussehen. Und genau um das geht's in diesem Video. Ich werde dir zeigen, mit wie viel wenig Aufwand du schon richtig viel und Schönes aus dir rausholen kannst. Ich werde während des Schminkens nichts sagen, ja, also quasi nicht die Anwendung und so weiter, sondern da werde ich am Schluss drauf eingehen, weil ansonsten verzögert sich das Ganze. Ich möchte mich einfach in die Situation einer Mom reinversetzen und werde dir zeigen, mit den richtigen Produkten, wie du im Handumdrehen einen schönen Look hinbekommst. Und am Schluss nachher werde ich dir erklären, was habe ich genommen, wieso, weshalb, warum habe ich das genommen, wie gehst du da damit am besten vor und so weiter und so fort. Also, in dem Fall wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video und jetzt würde ich erstmal sagen, let's go. Und wir setzen uns mal oder stellen uns mal in die Situation einer Mama. Ach, ich muss ja noch einen schnellen Make-up machen. Ich komme gleich. Ja, ja, okay, so. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. So, ein bisschen hier was, ein bisschen da. Ja, ich bin gleich da. Meine Kiddies hier schon wieder, wirklich. Kaum ist man aufgestanden, wollen sie schon wieder hier das volle Programm haben. Aber nichtsdestotrotz, so schnell, schnell, schnell. Da. Ja, Schatz, bitte, wart ganz kurz. Mama ist gleich soweit. Uno momento, ich bin gleich für dich da, okay? Geh noch mit deinem Bruder ein bisschen was spielen. Ja, ich bin sofort da. Ja, ganz schnell, ich beeil mich und von dem her, ja, lass dir Zeit. Also, was heißt, lass dir Zeit? Bin gleich da, Schatz. So, ein bisschen die Frische. Ein bisschen hier wache Augen machen, ein bisschen aufhellen. Da. So, schnell, schnell, schnell. Ja, Schatz. Ich hab doch gesagt, spiel mit deinem Bruder ein bisschen. Ich bin gleich da, okay? Eine Minute noch, ja? Also, ja, ich bin, wie gesagt, so, beschäftig dich, bin gleich da. Mama ist gleich soweit. Ich weiß, ja, gib auch Mama mal ein bisschen Zeit, ja? So, ich beeil mich ja schon. So, ein bisschen hier, noch ein bisschen frische. Ein bisschen hier, ein bisschen das Lippenherz. Schön einarbeiten. Ja, Schatz, ich komm gleich. Mama ist gleich soweit. Mann, ach, als Mama hat man es einfach nicht einfach hier. So, bisschen Frische. So, schwuppdiwuppa. So, okay. Schatz, bin gleich da. Jetzt aber, jetzt bitte Mama nicht stören. Bitte Mama jetzt nicht stören. Ja, ich bin sofort da. Bisschen Wimperntusche noch. Oh, Schatz, bitte, lass mich mal ganz kurz. Ja, okay. Ich bin, ach Mensch, jetzt habe ich mich, wie gesagt, ein bisschen verschmiert, Schatz. Lass mich ganz kurz, Mama ist gleich soweit, okay? Mama ist gleich soweit. So, Wimpern tuschen, so. Okay, wenn es verschmiert, macht gar nichts aus. Das habe ich nachher gleich von dem Handumdrehen weg. So, das lassen wir einfach trocknen. Ja, hier ein bisschen. So, okay, dann noch ein bisschen. Ja, Schatz, okay. 10 Sekunden, ja, dann bin ich wieder da. Okay, zack, zack, zack. Einfach ein bisschen was hier auf den Wangen. So, das Geile ist ja, es muss so nur schön aussehen. Bisschen Farbe auf die Lippen. So, bisschen Farbe auf die Wangen. So, Schatz, ich bin gleich soweit. Okay, pack schon mal deine Sachen. Wir fahren gleich los, okay? 10 Sekunden. Ja? Mama ist gleich soweit. So. So, jetzt noch bloß, ich muss bloß noch ein bisschen was. Ja, Schatz, komm gleich. Ja, ich muss bloß ein bisschen was wegmachen. Und dann sind wir gleich soweit. So. Okay, Schatz, bin fertig. So, das ist das fertige Make-up. Ich hoffe, du erkennst, dass ich jetzt wesentlich fresher aussehe, wacher durch die Highlights, eine schöne Haut habe im Prinzip, ja, und alles einfach strahlt, ebenmäßig ist, meine Augenpartie wach ist, schöne Wimpern habe und so weiter. Ein bisschen was auf die Lippen. Und so, was habe ich verwendet? Das ist nämlich ganz einfach. Warum brauchst du nicht viel, um mal schnell in richtig schönen
ja, einen richtig schönen frischen Kick in dein Gesicht zu zaubern. Du brauchst übrigens alle Produkte, findest du unten in der Bio. Das ist nämlich eine neue Kooperation von mir und von Dr. E. Voss, wo Trau spezialisiert ist, unkomplizierte Produkte mit hohem Pflegeanteil zu produzieren. Also hier langfristig kannst du deiner Haut noch etwas Gutes tun. Also eine getönte Tagescreme, um natürlich die Haut ebenmäßig zu gestalten. Wie du siehst, die Haut ist richtig schön ebenmäßig, hat einen leichten Glow. Mua, perfekt. Und dann natürlich schnell ein paar Stunden Schlaf nachholen. Abdeckcreme. Das hier ist mein Concealer-Ersatz. Auch da schau dir bitte das Video an. Da gibt es 4 Farben, welche Farbe ich dir empfehlen würde. In meinem Shop siehst du auch nochmal Videos, Anwendungsvideos und so weiter und so fort. Aber frische, natürlich, ganz klar, Concealer. Also Abdeckcreme, Concealer unter die Augen, um die Augenpartie wach zu gestalten. Dann natürlich Mascara. Ich habe jetzt die Base nicht verwendet, weil das hier ist eine Care-Mascara. Da ist Pflege noch mit drin. Einfach schnell tuschen, ja, oder eben auch mit Pflege, pflegenden Wirkstoffen etc., um die Wimpern noch ein bisschen mehr zu pflegen, kann man so eine richtig schöne Kur da damit machen. Also Mascara, Wimperntusche, zack, offene Augen. Und ein Lip-to-Cheek, also quasi ein Produkt für Lippen und für die Wangen, um schnell ein bisschen Frische in dein Gesicht zu zaubern. Also ganz unkomplizierte Produkte. Wichtig ist nur, und jetzt kommt's. Bei einer getönten Tagescreme arbeite bitte auch mit Pinsel. Natürlich könntest du auch hingehen und den hier machen, jedoch verbindest du das Produkt nicht so schön mit der Haut, weil du hast auch hier eine getönte Tagescreme Farbpigmente mit drin. Und wenn du die Farbpigmente nicht optimal mit der Haut verbindest, dann wirst du auch nicht diesen schönen, natürlichen Look haben. Darum empfehle ich dir auch ganz schnell, und wenn du nur ganz schnell drüber schrubbst, ja, auch mit der getönten Tagescreme, im Prinzip dir dein Make-up sozusagen aufzutragen, deine getönte Tagescreme, um ein noch schöneres Ergebnis auf der Haut zu erzielen. Und so, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Das war das Make-up für Mamis. Und was sagst du? Also, wie gesagt, ich bin Mann. Ja, ich versuche jetzt einfach als Mann, aber hey, ich finde, das war das erste Mal, dass ich mir komplett Make-up gemacht habe. Schnell. Und nochmal, das war das erste Mal als Mann. Du kriegst das ja noch schneller hin als ich, weil ich bin nicht geübt. Ich habe das erste Mal jetzt meine Wimpern auf beide Seiten getuscht. Sonst habe ich immer nur die Schokoseite genommen. Jetzt habe ich beide Seiten. Ratzifatzi, ich weiß nicht, hast du gestoppt, wie lange es ging? Aber auf jeden Fall war es echt schnell. Ich guck mal nachher, ob ich irgendwie die Zeit stoppen kann, blende es nachher ein, wie lange ich für das Make-up gebraucht habe. Und wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Rock the Make-up, lass gerne ein Abo da. Und dann sage ich herzlich willkommen in der Make-up-Rocker-Community. Bis zum nächsten Video, dein Make-up-Rocker.